Willkommen zum nächsten Neuseeland-Vlog. Ich bin jetzt in Blenheim, weil ich ja eigentlich Arbeit finden wollte. Aber dadurch, dass nach Silvester so viele rübergekommen sind, ist es jetzt so, dass es hier keine Arbeit gibt, also nicht gut. Und deswegen reise ich jetzt erstmal noch weiter nach Nelson. Ja, wir sind jetzt hier eine Woche, ist relativ günstig, das ist auch ganz gut. Und die Pläne sind jetzt so weit, dass ich entweder in Nelson Arbeit finde oder nicht arbeite und dafür am Ende nochmal 3 Wochen Mufe. Ja, das sind erstmal so die Pläne. Hier kann man nicht so viel machen. Wir gucken, ob wir die Tage noch auf den Berg gehen, den man hier irgendwie besichtigen kann. Machen wir vielleicht noch. Aber hier gibt es auch einen nicen Pool. Ich habe mir auch einen fetten Sonnenbrand ab. Cool, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Aber der tut schon richtig weh. Ich weiß nicht, ob man den auch schön rot. Sehr schön rot. Auf jeden Fall Sonnenbrand ist da. Wir gehen auf jeden Fall die Tage trotzdem noch am Pool. Da zeige ich euch dann auch noch ein paar Bilder. Ich kann euch mal mein Zimmer zeigen. Dann könnt ihr mal sehen, wie so ein typisches Backpacker-Zimmer aussieht. Also das da oben, das hier ist mein Bett. Ja, und dann sieht der Boden ungefähr so aus. Hier sind meine Klamotten. Frisch gewaschen, endlich mal wieder. Ja. Und Essen haben wir hier. Und im Moment gibt es Eis, Eiscreme. Das ist so Hokey Pokey heißt das. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das gibt es anscheinend nur hier in Neuseeland. Und das ist so, keine Ahnung, so karamellisiertes irgendwas. Aber schmeckt geil. Und davon gönnen wir uns was. Denn wir haben jetzt so, ich glaube, das beste Wetter, was wir bis jetzt hatten. Wir haben so um die 30 Grad. Und das ist halt voll geil. Null Wolken, außer heute. Deswegen ist heute nicht so geiles Wetter. Aber ansonsten haben wir kaum Wolken. Hat nur Sonne. Der ganze Campingplatz hier ist voll mit Hängematten. Dann chillen wir uns da mal hin. Das ist schon echt cool. Also wie gesagt, falls wir das machen, nehme ich euch natürlich mit. Und falls wir im Pool gehen, mache ich da auch nochmal ein paar Aufnahmen. Also, bis denn. Hallo! Es ist jetzt abends, wir haben heute leider nichts mehr gemacht, weil es eigentlich den ganzen Tag richtig regnerisch war. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen den Neuseeländern angepasst. Ich gehe jetzt auch immer barfuß rum. Nein, ist halt ehrlich so. Die Neuseeländer gehen halt wirklich nur barfuß hier rum. Das ist richtig krass und deswegen mache ich das jetzt auch. Aber eigentlich nehme ich nur noch auf, weil gerade richtig krank man die Sonne sieht und ich euch das eigentlich nur noch zeigen wollte. Ja, wir waren heute, wir haben gerade gekocht. Heute gab es mal Nudeln, tatsächlich. Aber heute mit Käse und Zwiebeln, das heißt mal ein bisschen tatsächlich was zu den Nudeln dazu. Und heute Abend chillen wir jetzt ein bisschen und mal gucken. Morgen gehen wir vielleicht zu den Bergen, das wissen wir auch nicht, weil das auch wieder ein Weg ist. Ne? Wir sind ein bisschen voll. Vielleicht chillen wir uns morgen einfach nur im Pool. Wir hoffen einfach, dass das Wetter ein bisschen besser wird. Morgen, dass man sich da halt gut hinchillen kann, ein bisschen schwimmen kann. Und heute Abend, weiß nicht, machen wir glaube ich auch nicht mehr viel. Gleich gratuliere ich erstmal noch meinem Bruder. Wenn er das hier sieht, ist er ja schon älter. Deswegen rufe ich den gleich mal an. Ein bisschen mit der Familie. Und dann sehen wir weiter. Schön auf dem Bett. Im Van. So sechs im Mercedes. Weil da die Jungs so sind mit. Gut, dass wir angeschnallt sind, sonst würde ich mich echt unsicher fühlen. Ich hänge hier so direkt neben der Unterhose. Wenn du einmal bremst, bin ich schon komplett dran. Wo sind wir überhaupt? Ach. Wo sind wir? Warum stehen wir? Ja, wir hätten nicht in den Van reingehen sollen, wo drauf stand Free Candy, Alter. Steht hier für Candy drauf? Nice. Nice! Eine schöne Runde Fußball jetzt und gleich geht's im Pool.
gesehen habt, waren wir gestern bei so einem Fluss und haben da hinter so ins Wasser gesprungen mit so Lianen. Das war mega fett. Ja, das Problem ist jetzt, dass wir halt immer noch hier sind und man nicht so wirklich was machen kann. Deswegen ist der Vlog jetzt wahrscheinlich auch nicht so lang geworden. Ich kann das noch nicht so richtig einschätzen. Wir fahren jetzt die nächsten Tage weiter nach Motueka. Da kann man so eine Wanderung machen. Da sieht man auf jeden Fall wieder mehr. Und dann nehme ich auch wieder ein bisschen mehr auf. Ja, das ist jetzt ein bisschen kürzer. Es tut mir leid, aber passiert. Und der nächste wird dann wieder länger. Deswegen, wieder danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.